Hallo Leute und herzlich willkommen bei Me AppleCat. Heute geht es um das Problem aller Smartphone-Besitzer, das verschmierte Display. Bleibt dran! Und dieses kleine Tuch soll die Lösung bringen. Das MobiClose, ein ganz besonderes Mikrofasertuch, das Fingerabdrücke und 98% der Bakterien, die sich auf dem Touchscreen tummeln, entfernen soll. Das testen wir gleich mal. Hier habe ich jetzt ein schwarzes iPhone 4, auf dem deutlich die Fingerabdrücke auf der Rückseite zu sehen sind. Ich versuche das einmal scharf zu stellen für euch. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Wenn ich das so ein bisschen drehe, dass da schon deutlich die Fingerabdrücke zu sehen sind. Und das Ganze werden wir jetzt einmal mit dem MobiClose entfernen. Ich habe hier das kleine, es gibt es also in verschiedenen Größen. Das hier ist 10x10 cm groß. Optimal für den Smartphone-Gebrauch und da wische ich jetzt einmal drüber. So, das sollte schon reichen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Noch einmal scharf stellen. Und ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber ich kann euch sagen, da ist nichts mehr zu sehen. Keine Fingerabdrücke. Das sind jetzt einfach nur die Kratzer auf der Displayfolie, aber es ist wirklich tadellos sauber. Das ist also das MobiClose, die Lösung für verschmierte und vertouchte Touchscreens. Wenn auch ihr darauf nicht steht, genau wie ich, kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Bekommen könnt ihr das Ganze hier bei uns in Deutschland auf Amazon, erhältlich in verschiedenen Größen, einmal 10x10, die kleine Variante. Und dann gibt es auch noch das, ich glaube, 20x20 cm große, das besser geeignet ist für euer Tablet zum Beispiel. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte dem einen oder anderen vielleicht dabei helfen, in Zukunft einen sauberen Bildschirm zu haben. Bis zum nächsten Mal, euer Me AppleCat. Ciao!